2017 hat Katja Wiedes bei der RTL-Kuppelshow Der Bachelor noch nach der großen Liebe gesucht. Im echten Leben hat sie sie gefunden. Seit Spätsommer 2017 ist die Kolumbianerin, die in Kassel lebt, mit Unternehmensberater und CDU-Politiker Patrick Weilbach zusammen und bekennt sich mittlerweile auch öffentlich zu ihrer Liebe. Das sah Anfang 2018 noch anders aus. Da zog die 30-Jährige ins RTL-Dschungelcamp und beteuerte, sie sei Single. Doch schon während der Show kam heraus, dass Katja und Patrick ein Paar sind. Wir treffen die beiden zum Interview im Biergarten der Grimmwelt auf dem Weinberg in Kassel. Ein Ort, der für das Paar eine Bedeutung hat. Ja, kannst du es erklären? Ja, für uns das Besondere, das war das erste Mal, dass wir öffentlich draußen zusammen waren. Wir haben uns vorher eher im privaten Umfeld getroffen. Dass wir uns kennenlernen und dass wir uns überhaupt kennen, sollte eigentlich so lange wie möglich zwischen uns bleiben, bis wir eigentlich wussten, wo die Reise hinführt. Und das hat sehr lang gedauert. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätte es noch ein bisschen länger gedauert, aber es ging nicht nach uns, da war wohl jemand anders schneller. Für die beiden war es keine einfache Zeit, als ihre Liebe während des Dschungelcamps herauskam. Denn gefestigt war die Beziehung bis dahin noch nicht. Eine Seite von mir hat sich gefreut, andere Seite hatte wirklich Angst, weil man wusste nicht, wo die Reise hingeht. Deswegen, ich war mir nicht so 100% sicher, deswegen haben wir etwas Angst gemacht. Doch heute sieht das ganz anders aus. Ja, das können wir wirklich sagen. Wir sind glücklich verliebt und wirklich sehr erleichtert, dass wir jetzt unsere Beziehung führen können wie ein normales Paar. Ja, normal nicht, aber... ein normales Paar. Annähernd. Heute stehen Katja Wiedes und Patrick Weilbach auch in der Öffentlichkeit zu ihrer Beziehung. Fast 80.000 Menschen folgen Katja auf Instagram, wo sie Bilder und Videos aus ihrem Alltag, aber auch aus dem gemeinsamen Leben mit Patrick teilt. Und auch Kassel spielt dort regelmäßig eine Rolle. Kennengelernt haben sich Patrick und Katja übrigens am Flughafen in Calden. Das war zwar keine Liebe, aber immerhin Interesse auf den ersten Blick, sagen die beiden. Von ihrer TV-Karriere wusste Patrick bis dahin allerdings nichts. Wir haben uns unterhalten und dann habe ich sie auf Instagram gesucht und dann habe ich ein paar Bilder gesehen und habe überhaupt nichts mitbekommen. Habe gedacht, okay, sie wäre Influencerin oder irgendwas in der Richtung. Dann ja, habe ich irgendwann auch mal ein Bild mit einer Rose gesehen. Und dann habe ich schon gedacht, okay, die macht vielleicht Werbung, dass sie den Bachelor guckt oder sowas. Und irgendwann später habe ich dann mitbekommen, dass sie da war. Früher hat Katja in der Region für eine Medizinfirma als Europaassistentin gearbeitet. Spätestens seit dem Dschungel hat für die 30-Jährige aber ein neues Leben begonnen. Sie will sich jetzt erst einmal auf ihre TV-Karriere konzentrieren, tritt bei Events auf, will als Moderatorin arbeiten und auch musikalisch durchstarten. Bei all dem steht Patrick ihr nicht mehr nur privat, sondern auch beruflich zur Seite. Das ist wirklich sehr, sehr kompliziert, Privates und Geschäftliches unter einen Hut zu kriegen. Wirklich kompliziert, weil man hat diese schöne Zeit, man ist am Kuscheln, plötzlich kommt an Arbeit, ein Thema, oh, du hast es nicht gemacht, du hast es vergessen und jetzt, yes, das ist nicht so cool. Das müssen wir immer noch lernen, wie wir damit umgehen und dass wir diese beiden Sachen komplett trennen. Derzeit lebt das Paar noch getrennt. Er in Baunatal, sie in der Kasseler Südstadt nahe der Aue. Doch das soll sich ändern. Im Kreis Kassel wollen die beiden eine gemeinsame Wohnung kaufen. Das ist kompliziert. Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Wohnung. Endlich an der Tür Wiedes Weilbach. Das wäre das Schönste. Es ist wirklich kompliziert, in Kassel Wohnung zu finden. Wir suchen jetzt die ganze Zeit. Die letzten 3 Monate haben wir fast jeden Tag geguckt. Mittlerweile planen die beiden ihr gemeinsames Leben. Und auch wenn der ernsthafte Geschäftsmann und die Reality-TV-Darstellerin unterschiedlich wirken, haben sie die gleichen Ziele im Leben. Beide wünschen sich eine Familie. Ich habe Patrick kennengelernt und ich habe ihn gefragt, wie sieht es bei dir aus? Müsstest du eines Tages heiraten, Kinder kriegen? Wenn er Nein gesagt hätte, hätte ich gesagt Tschüss, bye bye. Weil ich bin eine Person, die sehr viel Wert legt auf Familie, Familienmensch. Und ja, wir wünschen uns irgendwann eines Tages Kinder haben. Wir machen alles so, wie es kommt. Wie es kommt, ja, und wir versuchen, dass es bald kommt. Patrick zuliebe verzichtet die Kolumbianerin sogar auf die Teilnahme an einigen Fernsehformaten. Also ich habe einige TV-Formate abgesagt, wegen Liebe, weil aus Liebe. Und leider sage ich, weil ich hätte es gerne gemacht, weil es mir eine Spaß bereitet hätte. Tatsächlich Patrick war nicht dafür. Ich habe da einen anderen Fokus. Ich bin jetzt nun mal der Partner an Katjas Seite und deswegen lasse ich auch ein bisschen Öffentlichkeit zu. Aber dass ich mich jetzt für so ein Format hergebe, das sehe ich noch nicht kommen. Gemeinsame Wohnung, Kinder. Steht denn demnächst auch eine Hochzeit an? Vielleicht sogar im Fernsehen?
Unser Angebot, vor der Kamera einen Heiratsantrag zu machen, haben die beiden jedenfalls nicht ernst genommen. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Privatmomente, die wir nochmal für uns behalten. Und ob wir das andere dann öffentlich machen oder nicht, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Und ich bin immer noch in dieser Hinsicht sehr altmodisch. Ich erwarte, dass der Mann den Heiratsantrag stellt und deswegen hoffe ich, dass er das eines Tages macht.